Was passiert eigentlich, wenn man einen Kleinbildfilm in eine Mittelformatkamera einlegt? Ja, genau diese Frage habe ich mir auch gestellt und aus diesem Grund habe ich dieses Video für euch produziert. Für alle, die sich jetzt fragen, was redet der Typ da? Es gibt im analogen Bereich Kleinbildfilme für Kameras, also für Fotokameras. In dem Fall die 35mm Filme und es gibt Mittelformatfilme, das sind 120er Filme. Falls ihr immer noch keine Ahnung habt, wovon ich rede, ich habe ein Video gemacht, wo ich das erkläre und das würde ich einfach mal, ich glaube, es ist für euch hier verlinken. Ja, wenn ich auf meinen Bildschirm gucke, hier ist richtig, hier müsstet ihr das Video finden. Wie gerade schon angerissen, ist das eben eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ich bin nicht der erste Mensch, der sich die Frage gestellt hat. Es gibt nämlich Adapterringe. Bedeutet, der Film, der 35er, ist eigentlich zu klein, um ihn in eine Mittelformatkamera zu legen. Und genau dafür gibt es eben Adapterringe. Kann ich euch auch gerne mal hier unten auf Amazon verlinken. Und dann bekommt ihr eben 35mm Film in die größere Kamera, bedeutet, wir legen einen Film aus einer kleineren Kamera in eine größere, für die er eigentlich nicht gemacht ist. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, das ist ja alles schön und gut, aber warum sollte man das machen? Die Idee ist folgendes. Erstens, die Bilder sehen ziemlich cool aus, weil das komplette negativ belichtet wird. Kleines Beispiel hier. Und zweitens, ist es natürlich theoretisch deutlich günstiger, als auf Mittelformatfilm zu schießen. Für dieses Video habe ich mir den guten Nico geschnappt, also Shoutout Nico, und wir sind ein bisschen durch Berlin gelaufen und haben das Ganze für euch ausprobiert. Insofern, wenn ihr euch auch fragt, was haben wir für Ergebnisse erzielen können, dann bleibt jetzt dran, die seht ihr jetzt im Anschluss. Wir erklären euch noch kurz, wie das funktioniert, worauf ihr achten müsst und dann gibt es auch schon die Ergebnisse. Ja. Also um kurz zu erklären, was wir jetzt hier tun, wir haben, ich habe diese lustigen Teile hier auf AliExpress bestellt. Nico hat die tatsächlich auch schon mal selbst geschnitzt in seinem vorherigen Ghetto Life. Wir haben uns aber entschlossen, doch mit denen zu probieren. Die Idee ist jetzt, diese Teile in einen Film oben und unten reinzupacken, wodurch der 35mm Film verlängert wird und dann die Länge von einem 120er Film hat, also ungefähr so wie dieses Teil durch die Verlängerung. Und dann wollen wir das Ganze in ein Bag von der Mamiya RZ67 packen. Wir sind nicht die Ersten, die das machen, aber wir wollten es schon mal, also Nico hat es schon mal ausprobiert früher, aber ich habe es noch nie ausprobiert, deswegen machen wir das jetzt. Und anscheinend, laut YouTube, müssen wir dafür erstmal irgend so ein Papierstück an den Film kleben. Hier ist auch immer so ein Stück Papier dran, was eigentlich nur den Sinn hat, hier eingespannt zu werden, weil der Film ja erstmal ein Stück weit durchgezogen wird und sonst würden wir einfach mega viel verschwenden von dem, vom guten Kodak Gold. Was? Ja. Jetzt kommen die Adapter dran. Jetzt kommen die coolen Adapter dran. Wie gesagt, das Ziel ist, dass der Film dann ungefähr so ist. Und das sieht ziemlich gut aus. Okay, wir sind einen Schritt weiter. Okay. Es funktioniert. Jetzt ist für uns gerade die Frage, wie oft wir die Kamera, also die hat ja außen so ein Teil, wie oft wir es spannen müssen, damit der Film sich nicht überlappt. Und wir sind jetzt bei zweimal stehen geblieben. Haben wir jetzt beschlossen. Also müssen wir mal zweimal spannen. Eineinhalb. Eineinhalb Mal. Okay, super safe. Ja. Nachdem wir das komplette Video dann abgefilmt hatten und ich schon im Schnitt war, meinte Nico dann zu mir, Paul, mir sind die Bilder peinlich, ich will die nicht veröffentlichen. Und insofern haben wir uns dann entschlossen, das Ganze nochmal bei Tageslicht zu machen, aber diesmal am Cottbusser Tor. Also long story short, wir haben das Gleiche nochmal gemacht. Die Bilder sind tatsächlich auch viel, viel besser geworden und sind eben zum Cottbusser Tor gegangen und haben den gleichen Spaß nochmal gemacht. Thank you.
Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Ich fand, es war mal sehr spannend, das auszuprobieren. Ich bin auch echt positiv überrascht von den Fotos, die Nico da gemacht hat. Also Shoutout Nico. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, ich verlinke sowohl Nico als auch mich hier in der Beschreibung dieses Videos. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Peace out. Ciao.